hallo, wieder willkommen zum neuen Video. Und ihr seht, wir sind mal wieder auf Tour. Wir sind jetzt noch in Freiberg. Das Ziel heute ist Frankfurt an der Oder. Und ihr seht, wir sind mal wieder hinterm Scotty hinterher. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir jetzt fahren. Das war jetzt alles der Tum von dem Scotty. Dem vertrauen wir jetzt einfach mal, dass wir in Frankfurt an der Oder landen und nicht in Moskau. Und jetzt einfach mal sehen, was der Tag bringt. Das Ganze mit dieser Fahrt nach Frankfurt an der Oder, das hat ja ein bisschen eine hässliche Geschichte. Tom und ich haben das ja schon seit Jahren geplant, dass wir nach Frankfurt an der Oder fahren. Das hat nur bisher nie geklappt. Das ist bisher immer an den Pannen gescheitert. Beim ersten Mal hat es mir damals in Tschechien die Vespa zerlegt, ist das Hinterrad gebrochen. Beim zweiten Versuch hat der China-Roller kurz hinter Komotau die Hufe gerissen. Und ja, beim dritten Versuch sind wir immerhin bis hinter Dresden gekommen, da ist ja dann damals der alte Ovetto gestorben. Das waren alles so unselige Sachen. Jetzt schauen wir einfach mal, ob wir es heute hinkriegen, dass wir das jetzt dieses Mal mit der Thelben versuchen. Und ihr werdet es vielleicht oder habt es vielleicht schon gesehen, die Kameraführung ist ein bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass ich diesmal nicht alleine hier im Luigi sitze, sondern ich habe einen Beifahrer, weil im Tum sein Sohn uns heute begleitet. Und da natürlich niemand mitfahren darf, der nicht auch arbeitet, deswegen hat er jetzt auch immer die Kamera gekriegt. Also falls euch die Kameraführung nicht so gut gefällt wie sonst, dann müsst ihr euch nicht bei mir beschweren, bin ich schuld. Aber wir kriegen das hin, das wird gut. Eine schöne Tour, bei wunderschönem Wetter und jetzt geht es hier erstmal von Sachsen auf Richtung Brandenburg. Hier auf der Elbebrücke, die wir jetzt gerade überqueren, sind wir in der Porzellanstadt Meißen.
sind einfach bloß einen halben Meter nach rückwärts, dass ein bisschen mehr Platz ist. Das ist mir nicht gut hier mit dem Plastik. Ja, zum Druck, weil das ist ja nicht wie eben. Das ist mir zu gefährlich, ihn nur auf die Ecke zu stellen. Deswegen tue ich die Stütze vom Luigi drunter. Jetzt kriegt man deine Lochteilschrauben ja. Die kriegt man auf. So schlimm ist das ja auch nicht. Immerhin ist der Luftfilter noch da dieses Mal. Du hast ihn nicht verloren. Das hatten wir ja auch schon. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, ja. Probieren wir mal, ob unsere Bastelei hier erfolgreich war. Da war es dann ganz drin. Deswegen ziehe ich jetzt auf die Kuppel. Wahnsinn. Scotty lebt wieder. Nun gut, Panne hatten wir, aber dieses Mal lösbar mit nur Dreck im Vergaser und einem bloß vibrierten Auspuff. Hat aber trotzdem gereicht, um Scotty kurzzeitig auszunocken. Aber naja, schauen wir mal. Wir haben jetzt laut Navi noch 90 Kilometer nach Frankfurt an der Oder. Mal sehen, das hört sich zumindest in der Theorie machbar an. Schauen wir mal. Wir nähern uns. Optimismus hat sich offensichtlich ausgezahlt, denn nun ja, im vierten Versuch mit dem vierten Fahrzeug hat es endlich geklappt. Wir sind in Frankfurt an der Oder. Man möchte es gar nicht meinen, aber es hat hingehauen. Das Ziel ist erreicht. Die beiden Tooms, Senior und Junior, sind jetzt bei ihrem Übernachtungsquartier in Frankfurt. Und ich bin jetzt noch ein Stückchen wieder rausgefahren aus der Stadt, hier in die Ortschaft Lichtenberg. Da sind wir vorhin auf der Hinfahrt schon durchgekommen. Das ist, glaube ich, hier eine ganz gute Gegend, wo man sich einen Übernachtungsplatz suchen kann, weil ich brauche so kein Quartier. Ich werde jetzt in der Ape übernachten, mal den neuen Camperausbau testen. Und nun ja, lass ihn hier mal ein bisschen erkunden. Außerdem gibt es hier eine Kirchenruine. Der Infotafel nach ist die Kirche 1945 zerstört worden. Und wenn man sich die Mauer hier anguckt am Turm, sieht man noch die Geschützschäden. Und es wird wohl seit einigen Jahren Spenden gesammelt für den Wiederaufbau. Und die Steine hier
erinnern wohl an Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Was irgendwie auch passend ist, dass hier, weiß ich nicht, ob wirklich Gräber oder nur Gedenksteine sind, aber halt eben auch für Soldaten. Und die Kirche ist im Krieg zerstört worden. Ich meine, so schön das ist, wenn man sowas wieder aufbauen will. Eigentlich ist es doch auch interessant, sowas einfach als Monument der Geschichte zu erhalten. Ich weiß nicht. Bin mir da immer nicht so sicher bei solchen Sachen. Aber wir wollen das jetzt nicht mit irgendwelchen düsteren Kriegsgeschichten zu Ende gehen lassen, sondern hier einfach mal mit einer schönen Landschaft. Ich habe jetzt hier ganz in der Nähe von Lichtenberg habe ich meinen Platz für heute Nacht gefunden. Also dann wieder ja, klassischer Waldwegparkplatz, wo man einfach mal stehen bleiben kann, ohne dass es jemanden stört. Und damit lassen wir das Video jetzt hier zu Ende gehen und mal gucken, wohin uns die Reise noch weiterführen wird. Ich wünsche euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!